Achso. Hier, war einmal ganz kurz. Hi. Hallo. Du bist die Glückliche, die jetzt den Rest ihres Lebens mit dem Mike verbringen wird. Ja, das wenig. Dieser Spruch von dir, Dominik, ne? Wo die Angst ist, da ist der Weg. Und mein Lieber, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Freundin finden Podcast. Wir hoffen, dass du hier in dieser Folge ein paar richtig geile Impulse aus der Erfahrung von einem Mann bekommst, der diesen Weg gegangen ist, der aus der Angst heraus zu so einer wunderschönen Beziehung gekommen ist, die du gerade gesehen hast. Und deswegen sind wir auch im Freundin finden Podcast. Dieser Mann hat nicht nur seine Freundin gefunden, sondern seine Verlobte. Und wir werden nicht nur über diese Dichotomie von Unabhängigkeit und Freiheit und aber auch ein Ziel verfolgen sprechen, sondern auch, was ist denn diese Blockade, die wir alle haben und wie hat er diese Blockade überwunden, dieses von anderen Menschen verurteilt zu werden und Angst zu haben, dass wir niemals die richtige finden. Sehr, sehr geile Folge. Der Mike hat sich sehr toll geöffnet und ich freue mich darauf. Herzlich willkommen auch wieder Dominik Van Aave, unser Experte für Selbstbewusstsein in dieser Folge vom Freundin finden Podcast. Yes, und mich freut es ganz besonders, dass sich Mike die Zeit genommen hat. Wir haben 2024 und Mike hat damals 2019 das Coaching gemacht. Das heißt, wir haben einen sehr guten Benchmark darüber, wie auch viele Jahre nach dem Coaching sich das Coaching aufs Leben auslebt. Und mir hat ganz besonders der Part gefallen, wo Mike über all seine Zweifel gesprochen hat, die er im Vorfeld darüber hatte, ob er es überhaupt jemals schaffen kann, sein Ziel zu erreichen. Gefällt mir sehr gut. Lass uns direkt starten. Cool. Ja, danke Mike, dass du hier bist. Können wir dich Mike nennen oder wie machen wir das? Ja, natürlich, beim Namen. Alles okay, gut. Mike. Cool. Okay. Dann mega cool, dass du hier bist, Mike. Wir haben ja schon vor Jahren deine Review online gesehen und wie viele Männer das hilfreich fanden. Das war ja eine der am meisten gesehensten Reviews zu unserem Coaching. Da haben die Männer immer wieder gesagt, so, wow, das ist sehr aufschlussreich und sehr detailliert. Und ich glaube, menschlich war ein Begriff, der immer wieder gefallen ist. Von daher, wir dachten uns, deine Erkenntnisse, die du entlang der letzten Jahre vor allem gemacht hast, sind bestimmt sehr hilfreich für eben diese Männer, die im Internet nach Hilfe schauen und gucken, wer hat denn diese Reise vor mir schon eingeschlagen? Und du bist jetzt in einer Beziehung seit über einem Jahr und auch schon mehr als das, hast du vorhin erwähnt. Ja, das stimmt. Ja, auch zu dem Thema. Also ich war ja selber mal auf der Suche. Ich war ja selber im Internet unterwegs und habe gedacht, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich brauche halt Hilfe. Ne? Also ich hatte dann auch gewünscht oder mir gewünscht, dass ich so ein Video sehe. Ich weiß jetzt selber nicht, wie viele das jetzt wirklich angesehen haben und wie viele das jetzt hilfreich gefunden haben. Aber es freut mich natürlich, dass das so ist. Ja, zu meiner Beziehung. Ich habe meine jetzt Verlobte im September, Oktober 2022 war es. Und wir machen da auch kein Hehl drüber, über Tinder kennengelernt tatsächlich. Ja, also wir werden deswegen auch immer ein bisschen belächelt oder geht das denn? Und meine Antwort dazu ist dann auch immer, die Plattform selber spielt keine Rolle, sondern wie ich sie nutze, mit welcher Idee ich da herangehe, was möchte ich wirklich, ne? Und deswegen ist das für uns beide auch, selbst sie sagt das ja auch, ne? Wenn jemand fragt, wo habt ihr euch kennengelernt, dann sagt sie immer ganz selbstbewusst, ja, bei Tinder. Wir haben uns da kennengelernt, wir hatten unser erstes Date. Und ja, und so ging das dann. Ne? Aber wenn man so überlegt, 2019 habe ich mit dem Coaching angefangen im September und eigentlich September 22. Oktober 22 habe ich dann wirklich die Frau kennengelernt, wo ich wirklich sage, das ist wirklich die Frau, mit der ich bis ans Ende gehe. Ja, ich habe auch mal Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch selbst während des Coachings und noch danach negative Erfahrungen gemacht, ne, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe auch und auseinandersetzen musste. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich auch mir wirklich Gedanken darüber mache, welche Prioritäten habe ich, welche Werte setze ich an, ne?
Also das ist jetzt nicht irgendwie aus dem Katalog, dass das jetzt alles abgehakt wird, ne? Aber ich muss ja dann für mich erstmal wissen, was für eine Frau will ich haben. Du bist jetzt wie alt? 42. 42, also vor 4,5 Jahren, 5 Jahren fast. Da warst du Ende 30. An welchem Punkt warst du da? Eigentlich, wie man es jetzt so fast neudeutsch sagt, ich war lost, also ich war irgendwie verloren, ne? Also im Grunde genommen pendelt man dann zwischen dem hin und her, was man selbst irgendwie fühlt, zwischen dem, was einem irgendwie über den Social Media Plattformen irgendwie vermittelt wird, zwischen dem, was Frauen auch in dem Zusammenhang, die man sie im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ob das jetzt die Cousine, Tante, was weiß ich was ist, ne? Was man gesagt bekommt. Und das alles zusammen war so ein Durcheinander, dass ich für mich überhaupt gar keine Orientierung hatte. Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist Illusion? Was ist Wunschdenken? Das sind alles Sachen, die konnte ich persönlich in dem Moment oder auch in den Jahren zuvor für mich gar nicht rausfiltern, ne? Was ist wirklich wichtig? Ja, und wenn ich dann auch immer höre, ich will so eine Liebesgeschichte wie in Hollywood, wo ich dann so denke, boah, ja, Traumdenken, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und das war echt schwierig, echt schwierig. Also im Grunde genommen ist das wie ein Rennen gegen eine Wand, ne? Man kommt nicht durch, man kommt nicht weiter, das Licht ist aus, das Wissen ist nicht da. Ja, keine Ahnung. War echt schwierig. Also teilweise habe ich auch schon gedacht, naja, das wird nichts mehr. Ne? Das sind Gedanken, die wir oft hören. Das ist genau das. So, da ist jemand schon Anfang 30, Mitte 30, Ende 30, Mitte 40, älter als das. Ne? Wir haben auch Männer bei uns, wie du ja weißt, im Coaching, die schon eine 10, 20-jährige Ehe hinter sich haben und dann mit Anfang 50 sagen, okay, die Ehe ist jetzt vorbei, was mache ich jetzt? Ich stehe wieder am Anfang. Und was waren deine Beziehungen davor? So, wie lange war deine längste Beziehung, bevor du dann auf uns aufmerksam geworden bist? 1 oder 1,5 Jahre. Also länger war es gar nicht. Und die meisten waren auch relativ kurz. Und wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, waren das alles so ja, stückweise irgendwie in meinem Leben mit drin. Aber die meiste Zeit bis dahin war ich alleine, ich war Single. Ja, das war einfach so mal zwischendurch hier mal, weiß ich, 3 Monate, dann 1,5 Jahre. Ja, das war es dann auch. Wie war das dann für dich, als du diese Beziehungen, so 3 Monate hier, dann mal 1,5 Jahre, dann die längste, wie war das so für dich, dass du, als du dann in der Beziehung warst, so war das für dich so, als ob du, ich will gar nicht dir so viele Worte und Möglichkeiten in den Mund legen, aber was wir halt oft hören, ist so, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich das wirklich ausgesucht habe. Und so war es vielleicht sogar für dich in irgendeiner Form, dass du dir davon mehr versprochen hast. Also es waren mehrere Sachen. Ne? Es waren mehrere Sachen. Bei einer war es wirklich so, wo ich gedacht hatte, irgendwie will ich nicht mehr außer meinen Spaß haben. Und dann bin ich da hängen geblieben. Ne? So. Die andere war dann, ja, wir gucken mal, aber irgendwie habe ich dann schon mitgekriegt, dass es dann auch nicht so richtig funktioniert, ne? Und ja, das sind dann auch so dieses, das hatte ich einmal, das war dieses Wolke 7 und nach 3 Monaten war so ein abruptes Ende. Und ja, da habe ich mich dann auch gefragt, woran liegt's jetzt, ne? Und was hast du gedacht, woran es liegt? Also zu dem Zeitpunkt habe ich so gedacht, was habe ich jetzt falsch gemacht? Woran liegt es an mir jetzt, dass es nicht ist? Aber in der Nachbetrachtung ist ganz einfach so, es gibt halt Charaktere, ja, da ist es halt so, ne? Das siehst du nicht. Also ich habe es dann in dem Moment auch nicht gesehen. Und dann
ja, dann bist du auch nicht richtig drin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es jetzt richtig erklären soll, aber in der Nachbetrachtung her bin ich ganz froh, dass es nicht funktioniert hat. Was heißt ganz froh? Ich bin unheimlich froh, dass es nicht funktioniert hat. Dieses himmelhochjauchzend, ne, also wirklich on top, besser geht's nicht mehr, und dieses extrem intensive, wollte ich, nachdem ich das für mich auch gefiltert habe und auch alles analysiert habe, habe ich gesagt, das will ich überhaupt gar nicht mehr, ne? Das ist es nicht, das ist nicht echt, das ist nicht menschlich, das ist nicht, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, und das hat für mich auch nichts Authentisches mehr, wenn ich sowas erlebe. Ja. Es mag vielleicht einzelne Persönlichkeiten geben, die wirklich so sind, aber die sind nicht so extrem. Die haben etwas Positives, die sind leicht in ihrer Persönlichkeit. Ja, aber davon kenne ich wirklich von, wenn ich wirklich alle kenne aus meinem Bekanntenkreis, ist der Prozentsatz einstellig. Ein ganz kleiner Prozentsatz wirklich, ne? Alles andere ist so Mittel, ne? Die haben so mit ihren Problemen zu kämpfen und. Ja, und das ist das, was es dann ausmacht, ne? Dass man wirklich über solche Sachen sprechen kann, dass man sich vor Verletzungen, also diese auszusprechen, nicht scheut. Ne? Und das ist eigentlich das, was mir jetzt die Verbindung gibt. Das ist ein Begriff, über den wir gleich bestimmt noch mehr sprechen können, den du da kultiviert hast. Ja, aber ja, der eigentliche Punkt ist, ich habe mich nie angekommen gefühlt. Ne? Also so dieses, ich bin jetzt in einer Beziehung, das ist es jetzt, das war irgendwie nicht so richtig. Ne? Ich glaube aber auch, dass es zum Teil an mir liegt, ne? Aus meiner Vergangenheit, den Verletzungen und sowas, ne? Dass ich mich auf solche Sachen gar nicht erst richtig eingelassen habe. Und auch, dass ich mir die falschen Frauen ausgesucht habe. Ne? Und ich glaube auch, bei ein, zwei Beziehungen war es wirklich so, dass nicht ich das gesteuert habe und gesagt habe, das funktioniert, sondern ich bin da irgendwie reingerutscht, ich bin da drin geblieben. Ja, das war's, ne? Wie bist du denn dann auf den Gedanken gekommen, dass du etwas verändern kannst, und dann mal im Internet geschaut hast nach Möglichkeiten? Das ging eigentlich relativ früh los. 2016 habe ich meine Meisterschule gemacht, da bin ich das erste Mal komplett von zu Hause raus. Und da habe ich dann auch Lehrer und Mentoren kennengelernt, die einfach gesagt haben, hinterfrage, guck, ne? Und da ist ja dann auch diese Sache Unternehmensstrategie, muss ich alles alleine machen? Nehme ich mir professionelle Hilfe? Wie finde ich Hilfe? Solche Sachen, ne? Wenn ich ein Unternehmen gründen will, brauche ich einen Steuerberater. Ich brauche Marketinghilfe. Was weiß ich? Ich brauche alles Mögliche, was ich nicht selber machen kann. Ich habe eine Kernkompetenz, auf die konzentriere ich mich. Und alles andere suche ich dann zusammen. Und das war eigentlich so dieser Gedanke, den ich dabei hatte. Wenn ich jetzt an der Stelle nicht weiterkomme, was mache ich denn jetzt, ne? Und dann war ja halt mit Facebook, ist das ja schon mit diesen Suchbegriffen, die man dann eingibt, bekommt man dann immer wieder Vorschläge von unterschiedlichsten, sage ich jetzt mal, Plattformen oder Anbietern. Und dann ging das Lesen halt los. Und bei mir war es dann so, ich habe dann mal gelesen, dann war wieder anderthalb Monate Ruhe. Dann bin ich wieder an den Punkt gekommen, wo ich so stark verletzt war oder dass ich mich einsam gefühlt habe, dass ich wieder gesagt habe, ja, jetzt liest du dir jetzt doch nochmal, jetzt suchst du ihn wieder. Dann habe ich es wieder verworfen, dann habe ich wieder angefangen. Ne? Also das war so ein Hin und Her, ne? Bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt wirklich, ne? Jetzt geht's gut. Jetzt kannst du was verändern. Okay. Wie hast du uns dann gefunden? Ja, wie gesagt, über Social Media. Also ich habe dann auch wirklich danach geguckt, was ist authentisch. Was hat jetzt nicht den Eindruck, dass es irgendwie fake ist oder sonst irgendwas, und das hat auch schon ewig gedauert. Ne? Also eigentlich war es ein Zufall, ich habe einen Vorschlag von euch bekommen. Ja? Und dann habe ich mich da reingelesen, immer wieder angeguckt, und dann hatte ich ja mit dem Peschman das Telefonat. Also wenn wir an einem Punkt sind, wo wir tatsächlich zweifeln, dass es überhaupt möglich ist für uns, weil wir sagen, vielleicht liegt es einfach an mir und es soll nicht sein. Ne? Ich werde nie die richtige finden. Welche Bedenken hattest du dann
als du dann dir gesagt hast, okay, ich kann vielleicht was ändern, da ist ein Hoffnungsschimmer, da gibt es Männer, die haben das schon vorgelebt und die bringen das anscheinend bei. Welche Bedenken hattest du dann? Also es sind viele. Also im Grunde genommen ist es ja erstmal das Thema, ich nehm Geld in die Hand, ne? Und dann ist ja auch diese, was habe ich von zu Hause halt mitbekommen, ne? Darf das Geld kosten? Brauche ich ein Coaching? Bist du gut genug, so wie du bist oder sonst irgendwas? Und da waren viele Bedenken, die ich hatte, ne? Ich habe ja auch viele negative Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und jetzt gehe ich eine Beziehung ein oder ich mache ein Coaching, wo es ja um persönliche Verbindungen geht. Also das heißt, ich muss ja eine Beziehung zu meinen Coaches oder zu meinem Coach aufbauen, damit es überhaupt funktioniert. Jetzt gerade machst du ein neues Coaching über persönliche Verbindung? Nein, bei euch war das ja, ne? Also okay. es ist ja für mich in dem Moment, gehe ich ja da, den Gedanken ein, wie funktioniert das jetzt, ne? Wenn der Coach mir nicht passt oder ich mit dem überhaupt nicht auf Linie komme, dass wir irgendwie eine Verbindung haben, wo wir uns miteinander verstehen oder sonst dergleichen, dann ist das ja rausgeschmissenes Geld. Ja. Ne? Bekomme ich auch die Information, die ich brauche? Ist dieser Lehrinhalt, den ich habe oder ne, dieses an mir arbeiten oder alles, diese ganzen Inhalte, die es ja braucht, ne? Ist das dann, funktioniert das dann auch so? Natürlich hatte ich dann die Zweifel, ne? Ist das Paket, was ich da bekomme, ne, oder was mir angeboten wird, ne, was beworben wird, ist das wirklich auch dementsprechend, ne, wie ich das gern hätte oder dass es mich auch weiterbringt? Ne? Das sind so Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Und ich war auch teilweise so stark am Zweifeln, dass ich, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da habe ich, bin ich von der Arbeit gekommen, saß im Auto und da hatte ich dann auch schon bei euch angerufen. Ich wollte das abbrechen, ich wollte das rückgängig machen. Weil ich an einem Punkt so stark gezweifelt habe, ob das wirklich funktioniert, ob ich das wirklich, ne? Und dann haben wir trotzdem weitergemacht. Und das war nicht nur eine gute Entscheidung, sondern eine der besten, die ich gemacht habe. Wow. Ja, weil es geht ja nicht, also mit dem Coaching, das war für mich ja auch ganz wichtig, das habe ich auch beim Kennenlerngespräch mit dem Peschmann habe ich ja auch gesagt, mir geht es ja nicht nur darum, Frauen kennenzulernen, sondern mir geht es darum, A, die Richtige zu finden, ich will mich persönlich weiterentwickeln, ich will meine Ängste abbauen. Also es war ein Riesenpaket, was ich hatte. Mhm. Es ging ja in erster Linie um mich, um was danach dann passiert mit diesem Resultat. Ne? Wobei ich aber auch sagen muss, in dem Moment, also in der Zeit war ich sowieso eigentlich schon ziemlich durcheinander, ziemlich kaputt. Ja, ja, durch wahrscheinlich, also die Zweifel, die du gerade erwähnt hast, die, also die haben ja viele Männer und die kennt ja jeder Einzelne von uns auch, Zweifel in welchem Bereich noch immer, wenn wir gerade eine große Entscheidung oder auch eine lebensverändernde Entscheidung entsprechend machen. Soll ich jetzt den Kaufvertrag für dieses Haus unterschreiben? Soll ich jetzt den Mietvertrag für diese Wohnung unterschreiben? Oh, ist das die richtige? Was ist, wenn nächste Woche Schimmel im Bad ist oder so? Und also, das wissen wir halt vorher nie. Und was du gerade gut beschrieben hast, ist der Punkt so, ich habe so viel an mir gezweifelt, dass die Zweifel Überhand gewonnen haben. Und glücklicherweise hatte ich ein Gespräch da mit Peschmann, so ich spreche jetzt aus deiner Sicht, glücklicherweise hatte ich ein Gespräch mit Peschmann. Also Peschmann war derjenige damals, der die Gespräche dann mit euch gemacht hat, wenn ihr in die Charisma-Analyse kommt oder die Flirt-Analyse kommt. Und diese Zweifel, die sind, ich beschreibe das mal ganz gerne, die Zweifel sind so ein letztes Aufbäumen vom Ego, dass dir dann sagt, so, also das Ego schickt dir Zweifel und will dich halt an deinem alten Leben halten. Und das schickt dir dann ganz viel Zweifel an dir selber, an deinen Entscheidungen, an deiner Wahrnehmung übers Leben, an deinen Wünschen und so weiter. Und dann auch dadurch den Gedanken von, du bist sowieso nicht gut genug, mach das nicht, das lohnt sich nicht, du wirst dich nur ärgern und so weiter. All diese Zweifel, dann letztes Aufbäumen vom Ego, bis es dann die Waffen fallen lässt und nachgibt und plötzlich läuft es einfach. Plötzlich bist du, siehst du auch genau, bekommst du genau die Informationen, die du brauchst. Ja, ganz kurz,
Achso. Hier, ja, einmal ganz kurz. Hi. Hi. Hallo. Ja, das ist der Himmel. Du bist die Glückliche, die jetzt den Rest ihres Lebens mit dem Mike verbringen wird. Ja, das wenig. Herzlichen Glückwunsch. Me too. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Bist du sicher? Ja. Also besser geht's nicht. Wunderbar. Das war süß. Ja. Genau, also die Zweifel letztes Aufbäumen vom Ego. Und das haben wir halt oftmals in vielen Situationen und dann geht es oft mal ganz leicht. Und die Zweifel können halt auch die Form haben von, dass wir zu stark auf die Meinung von unseren Eltern, Freunden, Arbeitskollegen, was auch immer hören, die halt nicht in den gleichen Schuhen sind wie wir und die dann sagen, ja, brauchst du doch nicht, sei doch einfach du selbst. Und das ist ja nicht falsch, aber es hilft halt in dem Moment nicht. Der Spruch ist ja einfach, aber bin ich wirklich, ne? Wenn ich so viele Zweifel habe und eigentlich eher mit meinen Ängsten beschäftigt bin oder meine Ängste mich halt kontrollieren, wer bin ich denn wirklich? Ja. Also jetzt aus der Retro-Perspektive kann ich jetzt ganz einfach sagen, ich hätte das zu dem Zeitpunkt niemals sagen können, wer ich bin. Ich hatte ungefähr eine Vorstellung, ne? Aber das war für mich so weit entfernt, dass ich sage, okay, ich habe ein Gefühl dafür, wer ich sein kann, ne? Aber der Mut fehlte mir, die Verletzungen waren zu groß und, ne? Das waren Sachen, die mich eher daran gehindert haben. Also ich bin gar nicht in den Bereich gekommen, wo ich sagen konnte, ich bin ich selbst. Okay, jeder, der introvertiert ist oder wer auch immer, ne, der hat ein oder zwei Leute, bei denen er wirklich einfach sein kann, wie er will. Aber sobald es dann rausgeht, also das war bei mir ganz stark, ich hatte echt viel Stress, wenn wir dann rausgegangen sind, ne? Ob es beim Billardspielen war oder sonst irgendwas. Für mich waren so diese Gedanken, was denken die Leute über mich, ne? Wie gucken die mich an jetzt, ne? Ich muss jetzt cool dastehen oder sonst irgendwas, ne? Das war so ein Stress. Auf der anderen Seite bin ich gern rausgegangen, ne? Ich bin gern unter Leute gewesen, aber trotzdem war es stressig für mich, ne? Ja. All diese Gedanken, die du so hast, wenn du rausgegangen bist. Ich bin hier fehl am Platz, wie soll ich aussehen, sehe ich jetzt gerade cool aus, denken die Leute über mich und so weiter und so fort. Was sind die Gedanken, die du jetzt hast, wenn du rausgehst? Ja. Shit, ne? Ist mir scheißegal. Ist deutlich entspannter. Ne? Aha. Viel, viel entspannter. Ja. Ja, also ich mache mir auch gar nicht mehr so diese Gedanken und ich achte auch nicht darauf, ob die Leute mich jetzt angucken oder sonst irgendwas. Ich bin eher neugierig, ne? Ich gucke hier, ich gucke da und wenn ich jetzt auch mit meiner Verlobten unterwegs bin, wir sprechen halt viel, ne? Also das ist ja, also zu Anfang waren wir da eher ein bisschen zurückhaltend und jetzt ist es eher so, ne, ja, guck mal, der hat hier hinterher geguckt, ne? Mhm. Oder ich kann mich daran erinnern, wir sind jetzt in Potsdam gewesen und haben meine Großeltern besucht, mein Großvater ist 90 geworden. Wir hatten jetzt im Januar Geburtstag und da haben wir gesagt, wir feiern jetzt einfach mal Geburtstag zusammen, weil die so weit weg sind und dann sind wir hingefahren und dann sind wir im Schlosspark Sanssouci sind wir spazieren gegangen, es war super Wetter und beim Rausgehen der Mann war Single, bin ich mir hundertprozentig sicher, Anfang 30, Mitte 30, Cappy guckte so ein bisschen runter und guckte dann so mit den Augen so, ne, zu meiner Verlobten, wo ich dann so denke, ich war nicht eifersüchtig oder sowas, überhaupt nicht, sondern er hat so gedacht, ja, ne, ist meine Partnerin, ne, ja. Und ich habe mich eher darüber gefreut, dass er geguckt hat, ne, weil im Grunde genommen ist es ja auch so, wir sind ja dann auch ein tolles Paar, wenn Leute gucken. Ne? Das hat ja auch was mit Ausstrahlung zu tun oder sonst irgendwas. Ne? Deswegen habe ich da jetzt nicht so das Problem mit. Ne? Ja, und jetzt ist es auch so, dadurch, dass ich nicht mehr darauf achte, ob mich die Leute jetzt angucken oder nicht und ich einfach so in den Supermarkt gehe oder ich gehe hier hin, ne? Und da hatten wir uns das eine Mal auch drüber unterhalten und er sagte,
sagte sie dann auch zu mir, na ja, die Frau, die hat hier hinterher geguckt, ja, und so, ne? Und da habe ich dann auch so gefragt im Nachhinein, was hast du denn jetzt gedacht, ne? Das ist meiner, ne? Finger weg. Ja. Hättest du diese Schlagfertigkeit, diesen Charme, dieses lustige Flirten früher schon online auf Tinder so hinbekommen? Weil ich weiß, viele Männer versuchen sich im Online-Dating und versuchen sich und verbrennen sich die Finger. Und wir wissen aus unserer Erfahrung, woran das liegt, weil sie eben im echten, in der echten Welt es auch nicht hinbekommen. Und dann verhalten sie sich online genauso verstohlen, ängstlich. Sie trauen sich nicht, etwas zu machen, was sie bereuen könnten, in Anführungsstrichen. Sie versuchen, die Frau unbedingt zu behalten und keinen Fehler zu machen und wollen halt ihr gefallen und sind dann überaus höflich und kurz angebunden, weder lustig noch spontan noch flirty. Diese Fähigkeit, dieses Charmante, was du jetzt auch kannst, wenn du in der Öffentlichkeit bist, das zu kultivieren, wie wichtig war das? Weil du hast ja dann dennoch deine Partnerin, deine aktuelle Partnerin im Internet kennengelernt, aber davor ja nach dem Coaching auch viele Frauen offline. Ja, wobei, also das Flirten ist ja, was heißt Flirten im Grunde genommen? Ja, es geht eher darum, quasi, also wie hast du mich weitergebracht? Also im Grunde genommen war es für mich jetzt einfach so, zu Anfang sind das ja irgendwelche, waren es ja Trainingsmethoden und dann irgendwann ist es halt so, dass man gar nicht mehr bewusst flirtet, sondern ich würde jetzt noch nicht mal sagen, dass es zu einem selbst wird, sondern dass ich selbst herauskomme. Und oft ist es auch so, das heißt oft, wenn ich jetzt rausgehe und ich möchte mit den Leuten einfach nur sprechen, wenn ich jetzt irgendwie ein Geburtstagsgeschenk kaufe oder ein Weihnachtsgeschenk oder sonst dergleichen oder so, ne, dann ist das an manchen Stellen zwar angebracht, ne, damit es ein bisschen lockerer ist, damit es nicht so steif ist, ne, aber auf der anderen Seite bin ich auch der Typ, der ganz einfach sagt, ich habe klare Vorstellungen, die kommuniziere ich dann auch und in dem Rahmen soll sich das bewegen. Ne? Ja, das ist es halt, ne? Und das ist mir insofern auch extrem wichtig, dass dieses Gesprächsthema haben wir auch. Und zwar, wenn du jetzt irgendwo hingehst und du möchtest eine Beratung, es sind ja nicht immer nur Männer dabei, sondern es sind ja auch Frauen. Und es ist was anderes, ob du Single bist und flirtest, und es ist was anderes, wenn du das machst, wenn du in einer Partnerschaft bist. Ich will die Frau ja nicht kennenlernen, ich will ja auch ihre Telefonnummer nicht, überhaupt gar nichts. Will nur den Service haben, nur den Service, und dann war es das. Und in einer Partnerschaft, besser gesagt, wenn du nicht in einer Partnerschaft bist, dann willst du mehr als das. Dann willst du eine Telefonnummer, dann willst du irgendeine positive Reaktion, dann willst du, dass es klappt, willst keinen Fehler machen, willst nicht, dass es peinlich wird und so weiter. Der Schritt dahin, dass du dich so verhalten kannst, wie als wärst du schon in einer Beziehung, wovon ja viele Menschen schon längst immer wieder berichtet haben, dieses, hey, als ich Single war, wollte keine Frau was von mir wissen und sobald ich vergeben war, auf einmal werfen sie mir überall schöne Blicke zu. Dieses unabhängige Verhalten, das dann auch schon als Single leben zu können, dass du eben nicht ein bestimmtes Ergebnis von der Frau brauchst und erwartest und willst, sondern genauso einfach nur diese Interaktion, wie du genannt hast, wenn du an der Kasse bist und dann ist einfach nur der Service-Austausch, dass du dennoch diese Interaktion emotional wertig, lustig, charmant gestalten kannst. Dazu gehört etwas, was wir emotionale Unabhängigkeit nennen, was du offensichtlicher kultiviert hast. Vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, über den Schritt, vielleicht die Entscheidung, aber auch die Gewohnheiten, die bei dir den Unterschied gemacht haben zur emotionalen Unabhängigkeit? Ängste überwinden. Also ich hatte Angst vor Interaktionen mit fremden Menschen. Also ging es jetzt darum, was zu verkaufen, war es mir egal. Also das hat immer geklappt. Aber oder auch Freundschaften aufzubauen oder Bindungen, das war auch nicht das Thema. Aber
so dieser Unterhaltung einfach so zu führen, das ging nicht. Also ich konnte sagen, ich will das und das und dann war Ruhe, dann habe ich das bekommen und dann bin ich gegangen. Aber wie ich das gemacht habe, ich habe es einfach gemacht. Also ich habe angefangen, relativ stümperhaft, würde ich jetzt sagen, ne? Und wo, da waren was auch, meinst du mit angefangen? Was hast du angefangen? Naja, also das heißt Interaktion mit fremden Leuten, also einfach auch Leute auf der Straße angesprochen oder dieses Smalltalk, ne? Das waren alles Sachen, die in meinem Leben nie stattgefunden haben. Mhm. Ne? Das sind so eigentlich Sachen gewesen. Wenn es um ein Thema ging, war das leicht, dann war das überhaupt unproblematisch. Das war überhaupt gar kein Thema, ne? Aber alles andere war dann schon deutlich schwieriger und das musste ich auch lernen. Warum konntest du diese Challenges, das sind ja Inhalte gewesen, die du dann als Leitfaden dann einfach an dich genommen hast, warum konntest du diese, das hört sich jetzt so an wie ziemlich banal, mit Fremden ein bisschen reden, Smalltalk führen, warum konntest du das nicht davor, so bevor du mit uns zusammengearbeitet hast, bevor du die Entscheidung getroffen hast, dir selber denken, hey, ich möchte flüssiger im Umgang mit Menschen werden, souveräner, dann übe ich das doch jetzt einfach mal. Also woran hat es gehadert? Ja, so einfach ist das nicht. Also bei mir war das halt ganz, ganz stark die Angst vor Ablehnung. Mhm. Ja, so nach dem Motto, so eine Reaktion zu kassieren, was will der Idiot jetzt von mir? Ne? Quatsch mich nicht an, sondern geh weiter oder was. Ne? Oder ja, so in die Richtung geht das halt. Ne? Also dass ich also im Allgemeinen quasi Angst vor Ablehnung hatte. Mhm. So würde ich das beschreiben. Ja? Das ist ja auch so die Richtung, die du auch vorher schon beschrieben hast mit, okay, wenn ich jetzt rausgehe, dann verhalte ich mich irgendwie ein bisschen steifer, ein bisschen weniger ich selber, ein bisschen weniger mit Leichtigkeit, weil ich die Sorge habe, was könnten die anderen über mich denken? Und das ist ja auch emotionale Abhängigkeit. Also das heißt, unsere Emotionen sind davon abhängig, wie wir uns fühlen, ist davon abhängig, wie jemand anders über mich denkt. Und das kann halt irgendwie so ein fremder Typ auf der Straße sein, aber halt natürlich dann auch die Frau, mit der du gerade flirten möchtest, die du kennenlernen möchtest, oder aber auch, sei es einfach nur die Frau an der Kasse, die da arbeitet, von der du vielleicht gar nichts willst, aber trotzdem verhältst du dich irgendwie anders, weil du halt trotzdem irgendwie ja versuchen willst, etwas darzustellen. Und das ist natürlich massiv Stress. Und das ist dann auch genau diese Angst, ja, dieses Angstgefühl von, okay, wenn ich jetzt so und so handle, wie ich sein wollen würde, wie mein Gedanke ist, so männliches Denken von A nach B in einer möglichst kurzen Distanz, das heißt gerade Linie, dann möchte ich ja das durchsetzen, was ich möchte. Und wer bin ich schon? Die anderen wissen doch viel besser, wie das Leben funktioniert. Und dann bekomme ich eine Ablehnung und das tut weh. Und das ist dann genau die Angst davor. Und Smalltalk, um das auch noch gerade in den Rahmen zu packen, so dann Smalltalk zu führen und mit anderen Menschen zu viben, um es mal so zu sagen, das ist ja auch eine sehr emotionalartige oder eine emotionale Sache zu kommunizieren. Also die Kommunikation von Mensch zu Mensch ist ja ein Zickzack. Das ist ja mal, okay, wir reden jetzt gerade mal über das Wetter und beim Wetter fällt mir auf, ja, ich habe ja einen Hund und du auch und was auch immer. So, und das ist ja etwas, was dann natürlich dir sehr viel Stress gemacht hat, wahrscheinlich auch im Sinne von, okay, wie antworte ich jetzt darauf? Welche Informationen gebe ich dieser Person jetzt über mich? Was ist wichtig? Was darf ich das überhaupt? Will die Person überhaupt was von mir wissen? Und das ist dann natürlich ganz viel Stress und dann blockierst du. Ja, die Gedanken sind ja halt auch in dem Moment nicht frei. Ich bin dann so gestresst, dass eigentlich der Kopf leer ist. Ne? Das ist eigentlich irgendwie damit beschäftigt, irgendwas zu suchen, was ich jetzt sagen könnte oder sonst irgendwas. Und ja, da geht's dann los. Was hat dir dann geholfen? Welche Inputs oder welcher Rahmen hat dir geholfen, dann dort aufzublühen und zu sagen, ich überkomme jetzt einmal diese Ängste und die Sorge, dass irgendjemand über mich urteilen könnte? Ja, ich habe es jetzt erstmal so im engeren Bekanntenkreis habe ich es dann erstmal ausprobiert, ne? Mhm.
Da habe ich dann auch mal einfach so ein paar Spitzen reingeworfen. Waren ja auch ein paar Trainings dabei und ich habe dann auch erstmal so ein bisschen gesucht, ne? Was wären mögliche Antworten? Also ich habe es tatsächlich so ein bisschen strukturierter angegangen, ne? Wie geht jetzt Smalltalk? Was könnte ich für Antworten machen? Wir hatten ja selber dann auch mit anderen im Kurs haben wir dann einfach so Übungen gemacht, ne? Jeder hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Der eine hatte die Idee, der nächste hatte die Idee. Das ist wie so Brainstorming, ne? Und irgendwann ist es dann auch so gewesen, bei der Arbeit zum Beispiel oder auch im engen Bekanntenkreis, dass er einfach so, ich würde sagen, eigentlich wie so ein, wir nennen es jetzt ganz plumpen Gehirnfurz, ne? Kommt so ein Gedanke in den Kopf, den spreche ich in dem Moment aus, die Hälfte liegt auf dem Boden und lacht oder da entsteht dann auf einmal eine richtige Diskussion daraus. Also wir haben da eine richtige Interaktion und das hätte ich mir nie vorstellen können, ne? Dass in dem Moment, wenn ich dann locker bin und nicht irgendwie was erzwingen will, ich will jetzt unbedingt lustig sein, ich will jetzt unbedingt einen witzigen Spruch raushauen oder sonst irgendwas. Ich bin jetzt auch an dem Punkt angekommen, wo ich dann einfach sage, okay, jetzt ist nichts, jetzt halte ich einfach mal den Mund oder sowas. Ne? Und 2 Minuten später ist dann irgendwas da, wo ich dann so denke, ja, jetzt hier, ne? Zack, hier hast du es. Ne? Ja. Hm. So ist es jetzt eher. Ne? Und vorher war es echt so verkrampft und was glaubst du, wie viel Zeit realistisch nötig ist, um so von diesem Punkt zu kommen, bei dem du warst, zu diesem offensichtlich souveränen, lockeren, charmanten Selbstbildnis und auch effektiven Menschen, der du jetzt geworden bist? Was ist da so ein realistisches Zeitfenster? Ja, ich habe ja mein eigenes Tempo. Ich mache das ja eher ein bisschen langsamer und dafür nachhaltiger, als dass ich jetzt wirklich, ich bin nicht der Typ, der einfach rausgeht und dass ich sage, egal was kommt, einfach drauf. Ne? Da gibt es andere Leute in meinem Bekanntenkreis, die einfach sagen, wirklich raus. Und dann 300, 400 Leute und die sind dann jedes Zeit, das ist nicht meins. Ne? Und für mich war jetzt so realistisch ein bis anderthalb Jahre. Mhm. Ja, wie lange? Ich mache jetzt immer noch weiter. Ich habe ja nicht aufgehört. Genau, das hört nie auf. Ja. Ja. Also wie gesagt, das Tempo für mich persönlich, ich habe ja auch andere gesehen, die deutlich schneller waren, deutlich interaktiver, aber da bin ich bei mir selbst geblieben. Ne? Ich habe mein eigenes Tempo gewählt. Ja, sehr wichtig. Wenn wir uns vergleichen mit anderen, dann sind wir wahnsinnig unglücklich dadurch und wir vergleichen uns mit jemandem, der halt einfach eine ganz andere Person ist. Das ist so, als ob wir sind vielleicht ein Porsche und wir vergleichen uns mit einem Kampfjet. So, der Kampfjet kommt halt schneller von A nach B als der Porsche, aber es ist halt auch ein anderes Gerät und der Porsche hat andere Vorteile als der Kampfjet. Mike, würdest du sagen, du bist ein... Entschuldigung, Dominik, hab dich unterbrochen. Akzeptiert, dass ich andere Ergebnisse habe, weil ich auch ein anderes Ziel habe. Ne, die Geschwindigkeit hat ja auch was mit dem Ziel zu tun. Mhm. Ne, für mich war das Ziel... Ja, weiß ich nicht. No, du hast recht. Das ist ein sauwichtiges Thema. In meine Interpretation, ne? Also für mich war wichtig, ich will eine Beziehung, ich will heiraten, Kinder, Familie, ich will, dass es eine wertvolle Beziehung auch ist. Ich glaube nicht, dass das dein Ziel war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war dein Nordstern. Und ich glaube, das müssen wir wirklich unterscheiden, weil die meisten denken, das ist doch mein Ziel. Und deswegen verkrampfen sie, weil sie sagen, ist jetzt diese Frau vor mir die Richtige? Ist sie vielleicht die Mutter meiner Kinder? Und dann sind sie total nervös, weil sie wollen es hier jetzt nicht in diesem Augenblick verkacken. Das ist, denke ich, ein Nordstern, den du anvisiert hast. Aber dein Ziel, dein kurzfristiges und mittelfristiges Ziel, war, denke ich, viel mehr prozessorientiert. Ne? Was würdest du sagen, war dein kurz- und mittelfristiges Ziel?
ein kurz- und mittelfristiges Ziel, überhaupt erstmal in die Möglichkeit zu kommen, eine Beziehung aufzubauen, Menschen kennenzulernen. Genau. Ja, erstmal eine Frau kennenlernen. Dann war es tatsächlich so, dass ich zu Anfang auch erstmal zum Date, ne? Mhm. Überhaupt mal eine Frau zu einem Date zu bewegen und dann zum Date zu gehen. Da waren einige dabei, wo ich selber gesagt habe, komm, lass jetzt gut sein, ne? Das heißt, die Fertigkeit zu erlangen, diese Fähigkeit zu haben, eine Frau auf ein Date einzuladen und dass sie dann auch auf das Date kommt oder dann auch auf das zweite Date kommt, ich denke, das war dein unbewusstes Ziel, ne? Und das ist sehr wichtig, weil das ist prozessorientiert. Da haben wir eben nicht diesen Druck, sofortige Ergebnisse zu verlangen, sondern dass wir sagen, hey, es geht jetzt nicht darum, dass es in jeder Situation irgendwas klappt. Was soll denn hier klappen? Ich möchte es einfach lernen. Ich möchte vorwärts kommen. Und ich vertraue darauf, dass diese Fähigkeiten, die ich jetzt erlerne, dass die zu meinem Nordstern, zu dem großen langfristigen Ziel führen werden. Ja. Und das ist eine geile Entscheidung, die du für dich getroffen hast, diese Unterscheidung zu machen und zu sagen, ja, das ist mein Nordstern, das ist mein langfristiges Ziel. Ich möchte die richtige finden, ne, wenn ich zusammen alt werden kann. Aber jetzt gerade zählt etwas anderes. Viele haben damit Schwierigkeiten. Es sind ja auch kleinere Ziele, sage ich jetzt mal. Was für mich dann war, nach einem gewissen Zeitpunkt, dass ich mich umgedreht habe und gegangen habe, ja, pff, ist halt so, ne? Ja, gab eine Zeit lang, da habe ich wirklich eine Woche lang schlecht geschlafen oder ich habe an mir gezweifelt, du bist zu dämlich und du bist zu dumm und was weiß ich was. Und das ging über Wochen hinweg und davon habe ich mich nicht erholt. Und mittlerweile ist es dann so, wenn wir jetzt irgendwie so Interaktion haben und da funktioniert es halt nicht und dann drehe ich mich um und 10 Minuten später ist das Ding vergessen, ne? Habe ich gar keinen Stress mehr mit. Ja. Ja, schön. Diesen Schritt, diese andere Perspektive, wo wir dann keinen Stress mehr damit haben, wenn auch irgendwas nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Das war, denke ich, der Schlüsselmoment, wo es angefangen hat bei dir einfach, wo auch Erfolge mehr und mehr sich gehäuft haben. Ne? Und vielleicht auch ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo du noch gezweifelt hast, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das Coaching durchziehen kann oder werde oder ob das was für mich ist. Weil ich denke, das war noch der Zeitpunkt, wo du noch in diesen Scheuklappen gedacht hast, hey, das große Ziel ist mein jetziges Ziel und wie soll ich das jetzt schaffen? Und klar, wie sollen wir dann etwas schaffen, wenn wir jetzt noch nicht die Fähigkeit haben, es zu schaffen? So. Wenn ich nicht weiß, wie ich ein Fahrrad zusammenbaue und ich sage, ich will aber unbedingt ein Fahrrad haben und ich kann keins kaufen, ja, dann wirst du niemals ein Fahrrad haben. Aber wenn du sagst, nee, mein Ziel ist es, zu lernen, wie ich Fahrräder zusammenbaue, okay, dann wirst du zuerst diese Fähigkeit erlernen und dann später irgendwann wirst du dir ein wunderschönes Fahrrad zusammenbauen. Ne? Aber das kommt natürlich durch den Prozess. Ich möchte ein bisschen über diese zwei verschiedenen das kurzfristige Ziel und das langfristige Ziel noch ein bisschen sprechen, weil ich glaube, dass deine Zuversicht und deine Entspanntheit, die du offensichtlich ausstrahlst und die du auch hast, dass die ihren Ursprung hat in dem Vertrauen auf diesen Prozess, auf dieses, das wird schon alles für mich passieren. Wie kamst du dazu, diesem Prozess zu vertrauen und zu sagen, ich gebe jetzt mal ab und das wird schon. Ich kann jetzt keinen festen Punkt dafür jetzt festlegen. So spontan nicht. Ich denke, es ist zunächst mal vielleicht sogar ziemlich cool, wenn man überhaupt an dem Punkt ist, wo man so sehr zweifelt, dass man sagt, also ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das jemals hinkriege. Ist eigentlich ein guter Startpunkt, weil was hast du dann noch zu verlieren? Ja, einmal das und die andere Sache ist ja, innerhalb des Prozesses sind ja immer wieder so Phasen. Also wenn es gut läuft, dann läuft es halt gut, ne? Aber
der wirkliche Punkt, wo ich eigentlich merke, wo ich mich weiterentwickelt habe, ist ganz einfach in dem Moment, wo es dann halt nicht so gut läuft, ne? Wenn dann doch mal Niederlagen da sind, ne? Dass ich dann merke, dass ich komplett anders teilweise reagiere. Ja, also ich habe jetzt auch Sachen gemacht, wo ich gesagt hätte, vor 2019, vor dem Coaching, das hätte ich nie gemacht. Hätte ich so lange weitergemacht, bis ich eventuell gesundheitlich kaputt gewesen wäre oder gar nicht mehr gegangen wäre, und jetzt ziehe ich die Reißleine. Hast du da vielleicht sogar ein konkretes Beispiel? So, wenn du dir anschaust, damals, bevor du gestartet bist, ich will unbedingt das Thema Beziehung jetzt endlich erledigt haben, ich will eine tolle Freundin jetzt sofort haben, und bist dann auf ein Problem gestoßen, und jetzt heute bist du auf ein, also nicht heute, aber so die letzte Zeit auf ein Problem gestoßen, ähnlicher Natur, und wie der Mike heute darauf reagiert, im Gegensatz zum Mike von damals. Also ich würde jetzt nicht sagen emotionslos, das geht gar nicht, aber unemotionaler. Ich spreche auch drüber, wobei manchmal kommt dieses alte Ich immer noch durch, dieses Abwehren, dieses nicht drauf gucken oder was, ne? Teilweise auch denken, dass es liegt doch irgendwie ein Stück weit an mir. Und aber ich hätte viel, viel länger hätte ich das ertragen, hätte ich mir das gefallen lassen. Warum tust du das nicht mehr? Also ganz konkret, wieso nicht mehr? Ja, es sind mehrere Sachen, ne? Also mit der Unterhaltung, auch mit meiner Verlobten, wenn wir so ein bisschen drüber reden, ist auch ganz einfach. Jetzt im Arbeitsleben zum Beispiel, ja, du wirst halt ausgetauscht, du bist eine Nummer. Egal welches Werbemittel oder welchen Werbeslogan die haben, viele Unternehmen funktionieren ganz einfach so, ne? Und wenn man sich dessen bewusst wird und dann ganz einfach sagt, ja, ne, und dann habe ich es ja auch ausprobiert und habe dann so ein paar Sachen gemacht, die ich in meinem früheren Leben nie gemacht hätte, und dementsprechend auch die erwartete Reaktion bekommen habe, dass ich dann gesagt habe, ja, dann ist es halt nicht, ne? Und dann habe ich mich gedanklich auch vorbereitet und habe dann auch recherchiert und was weiß ich was alles, ne? Und irgendwann bin ich dann auch recht schnell an den Punkt gekommen, dass ich dann gesagt habe, aus einer Intuition heraus habe ich dann während der Arbeit direkt die Kündigung geschrieben und habe sie abgegeben. Weil du für das dich. Das hätte ich nie gemacht. Ich hätte so lange gewartet, bis ich kaputt gegangen wäre und mich der Arbeitgeber eventuell sogar noch gekündigt hätte dann. Und das hat dir ein Coaching, was primär scheinbar, wo es nur ums Flirten geht und die Richtige finden, das hat dir so ein Coaching ermöglicht? Wie? Ich frage jetzt mal ganz, ganz dumm, als ob ich keine Ahnung hätte. Zum Teil schon, ne? Und dann, wie gesagt, habe ich auch die richtige Frau jetzt an meiner Seite, die mich dabei auch unterstützt, ja. Das kommt noch dazu, ne? Ja. Aber letztendlich ist natürlich die, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, diese Schwelle ist auch niedriger, viel, viel niedriger, die Schwelle, dass ich sage, das lasse ich mir jetzt noch gefallen. Ja. Ein schönes abschließendes Thema, das du gerade auch noch genannt hast, jetzt, wo du die Richtige an der Seite hast. Wie sehr würdest du dich als Romantiker einstufen? Früher, heute, war das immer schon so? Warst du es noch nie? Ich glaube, ich bin eher so der Sachtyp. Mit Romantik, da brauche ich jetzt mittlerweile auch noch manchmal so ein bisschen Nachhilfe und noch mal so ein paar Spitzen. Aber das sind so Kleinigkeiten, ne? Und ja doch, das hat sich deutlich gebessert. Denkst du, es gibt quasi Seelenpartner und es gibt nur einen potenziellen richtigen Partner für dich und für jeden Menschen auf dieser Welt?
Ja, ich glaube, dass es das wirklich gibt. Das glaube ich und das habe ich auch. Und ich überlege jetzt gerade, ob es dieser eine, dieser Seelenverwandte irgendwie, wie soll ich das sagen? Ja, doch, da glaube ich dran. Bist du ja romantischer als ich. Bist ein richtiger Romantiker. Das ist eine schöne, schöne, schöne Sicht, weil meiner Erfahrung nach gibt es viele Menschen, mit denen wir potenziell sehr, sehr, sehr glücklich sein können. Und dass es dann wirklich funktioniert und dass daraus eine Beziehung wird, in der Liebe an vorderster Front steht, dazu müssen wir auch was machen. Das ist auch Arbeit. Da müssen wir auch was für tun. So. Und die Vorstellung, dass die richtige, dass es da einfach von vorn bis hinten Schmetterlinge, das ist die ganze Zeit perfekt und alles ist blumig von Anfang bis Ende, ist halt nicht reell. So. Und genau. Und das ist das Schöne dabei, weil wir können halt tatsächlich, selbst wenn wir komplett am, wenn wir denken, ich werde nie wieder so eine finden wie diese eine Frau, die mich jetzt verlassen hat. So, sie war die perfekte Frau überhaupt, haben viele Männer ja diese Erfahrung gemacht. Ne? Wie gesagt, kommen dann mit 40, 50 zu uns und sagen, ja, sie war eigentlich perfekt, was mache ich jetzt? Dort dann wieder zu, das glaubst du nicht. Nee, wäre sie perfekt gewesen, dann wäre sie ja noch da. Also Genau. Genau. jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Ich hatte eben so einen Gedanken, als du gesprochen hattest, aber ja gut. Vielleicht kommen wir dahin durch die folgende Frage. Wenn es also Arbeit ist und du mit vielen Menschen connecten kannst, auf einer wirklich schönen, tiefen Ebene, die richtige zu finden, woher weißt du, dass du dann die richtige gefunden hast? Also bei mir kann ich das ganz klar sagen. Also ich kann mich auch noch an unser erstes Date erinnern. Und ich habe auch immer noch dieses Bild vor Augen, wie ich sie angeguckt habe. Und auch, ich weiß auch immer noch ganz genau, was ich da sehe, ne? Und da habe ich so gedacht, oh Gott, wenn das klappt, das wäre absoluter Hammer, ne? Das wäre der Wahnsinn. So. Und in dem Moment hätte ich auch nie erwartet, dass das wirklich funktioniert. So, und jetzt ist es so, dieses, ich weiß jetzt, warum sie genau die Richtige für mich ist oder dass wir das ideale Paar sind und das Traumpaar schlechthin, ist ganz einfach, egal was passiert, ne? Wir streiten uns auch, ne? Wir haben auch unterschiedliche Ansichten oder sonst dergleichen, ne? Wir gehen nicht, wir halten aneinander fest. Da kann ich mich bei ihr drauf verlassen und da kann sie sich bei mir drauf verlassen. Ja. Das ist ganz einfach so. Ja, und das, was ich jetzt für mich auch habe, ist ganz einfach, wenn ich mir überlege, mit welchen emotionalen Verletzungen ich gekommen bin. Ne? Und es ist bei ihr genauso. Ne? Und damit müssen wir halt beide umgehen. Nicht? Also ich kann jetzt sagen, okay, jetzt läuft es nicht so gut, jetzt suche ich mir eine andere oder was, ne? Das ist immer leicht, das ist ein leichter Weg, ne? Aber das will ich gar nicht. Das will ich nicht. Das ist so dieses Vertrauen, ne, was wir beide haben. Und Wir das ist schmeißen uns manchmal auch so Sachen an den Kopf, ne? Weil wir beide echt temperamentvoll sind. Wir haben halt diese Emotionen, ne? Und wir kochen auch teilweise über und dann kommen da Sachen so raus, ne? Und ja, dann gehen wir uns kurz mal aus dem Weg und dann ist auch wieder gut, ne? Eine total spannende, ein total spannender Zustand des menschlichen Geistes, diese zwei Welten miteinander zu vereinen, diese Unabhängigkeit und dieses, ja, mein Gott, wenn es nicht klappt, dann ist das in jeder Situation, wenn du irgendwie mit jemandem redest und du denkst, das ist doch eine coole Interaktion und dann merkst du, oh, nee, der Mensch, der mag mich überhaupt nicht. Mein Gott, ist ja nicht so weit schlimm. Diese Unabhängigkeit zu vereinbaren mit dem Commitment, das du für eine Partnerin hast, das ist ein super spannender und für viele undurchdringbarer Knackpunkt.
Das ist ja einer der Fokusse, auf den wir uns im Coaching richten, ist diese Unabhängigkeit an den Tag zu legen und dennoch dann zu sagen, ja, ich habe Lust auf dich. Und dann auch volle Kanne dann das Commitment einzugehen, weil du sagst, ich will. Ne? Sieh es, hier gebe ich dem Ganzen eine Chance. Wenn du jetzt einem Mann, der an dem Punkt stand, wo du warst, dass du gesagt hast, hey, ich habe ganz viele Beziehungen gehabt, aber also kurze, die waren vielleicht ein paar Monate lang und so weiter. Aber ich habe einfach den Glauben verloren daran, dass ich die richtige finden kann. Was für ein Leitfaden, weil Tipp ist ein bisschen Quatsch. Ne? Es gibt viele Tipps. Was für ein Leitfaden würdest du ihm an die Hand geben? Ja, also für mich war das halt Sachen zuzulassen. Also auch anzuerkennen, dass man, also ich persönlich habe für mich anerkannt, ich krieg's alleine nicht hin. Mhm. Ne? Ich habe auch mit meiner Gedankenwelt, die ich hatte und was weiß ich, das funktioniert so nicht. Also ganz alleine komme ich da nicht raus. Ja, also ich suche dann ja immer, ne? Also der erste Schritt ist ja erstmal das anzuerkennen, dann zu sagen, okay, ich brauche das jetzt, ne? Was mache ich jetzt? Wen nehme ich jetzt, ne? Wie mache ich das jetzt? Ja, und ja, bei der Suche kommt es dann, ne? Und dann drauf einlassen. Das ist der wichtigste Punkt, ne? Wenn ich mich nicht drauf einlasse, auf die Reise, sage ich jetzt mal, wie man das immer so schön betitelt, dann wird das nichts. Ja. Ja, also der erste Schritt immer, ne? Überhaupt erstmal was zu machen. Bei mir waren das halt teilweise auch Zufälle. Also ich hatte da jetzt nicht wirklich so diesen Fahrplan. Den habe ich erst durch euch bekommen. Und das Geile ist, auch mitten im Fahrplan können trotzdem auch glückliche Zufälle geschehen. Und selbst wenn du ganz viel Menschen im echten Leben kennenlernst, und dann manchmal sagst du dir, ich bin jetzt einfach mal auch zusätzlich auf Tinder und guck mal, was passiert. Und dann passiert der glücklichste Zufall von allen und du triffst die Richtige dort. Verrückt, verrückt, weil so viele ja genau dort beginnen und sagen, hier klappt das nicht. Aber dann begibst du dich auf eine Reise, lernst so viel über dich selber und über deine Fertigkeiten, über Menschen. Und am selben Ort findest du dann doch das Glück. Ja, das ist so. Ja, aber das, ich habe das jetzt auch noch so in Gedanken, ne, wenn wir so dieses Schreiben mit ihr. Ja, da hatte ich das dann auch so ein paar Mal versucht oder so nach mit Flirten und so. Und da hat sie auch ganz klare Signale gegeben, dass es nichts für sie ist. Ne, und auch da drauf einzugehen und nicht einfach stur irgendwie weiterzumachen oder sonst irgendwas, ne? Ja, genau. Das versuchen ja viele, viele Männer und Andi und ich ja damals auch, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, so damals, so als wir gestartet haben mit dem Ganzen, einfach so Sprüche auswendig gelernt, eins zu eins abgefrühstückt oder abgetippt und dann einfach so Ding durchgemacht und überhaupt nicht die andere Person, die Frau, halt so mit ins Boot genommen. Und dadurch gemerkt, dass es ein Spiel ist, was beide spielen. Sondern immer so, okay, ich muss das jetzt hier durchdrücken. Und das ist emotionale Intelligenz. Das ist super cool, dass du das da so schon direkt so einsetzen konntest. Ja, aber das zeigt ja auch dann, also bei ihr war das ganz klar, sie hat sich positioniert. Und das war ein ganz klares Signal für mich. Also, wo ich gesagt habe, das ist es jetzt. Mhm. Ja, das waren jetzt keine Spielereien oder sonst irgendwas. Sie war immer mit allem, was sie geschrieben oder mit allem, was sie gesagt hat, war sie immer, immer straight, immer offen. Und wenn sie gesagt hat, das funktioniert für mich so nicht, dann ja. Eine Beziehung auf Augenhöhe. So soll es sein. Schön. Mike, vielen Dank für die Zeit, die du uns und den Männern hier und der ein oder anderen Frau, die zuschaut, geschenkt hast. Auch sehr cool, deine Verlobte einmal kennengelernt zu haben, mal in Person. Ich hoffe, ich werd noch in den kommenden Jahren noch mehr von euch hören, immer wieder mal ein kleines Update, neues Foto oder sowas.
Dann kann ich das Foto von euch hier hinten mal updaten, das ich von dir noch habe. Und ja, mein Lieber, Dankeschön. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Weiterhin viel, viel Erfolg, viel Liebe und viele Abenteuer entlang dieser Reise. Vielen Dank. Ebenso, das gebe ich ebenso zurück. Dankeschön. Apropos, ich heirate ja ebenfalls dieses Jahr im November. Ja. Am 12. Yes, okay. Wir schicken eine Karte. Also Männer, Dankeschön, Mike. Und wenn du ebenfalls diesen Fahrplan, wie der Mike ihn gerade genannt hat, einmal haben möchtest, dann sprich mit uns in der kostenlosen Charisma-Analyse. Den Link findest du in der Beschreibung, www.flirtanalyse.de. Und dann schauen wir einfach mal, wo du jetzt gerade stehst, was die nächsten Schritte sind und wie du diesen Prozess einmal Schritt für Schritt angehen kannst. Bis dahin, ciao, Männer.